ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Heute gibt's ein Schaumbad. Also ich zeig euch, wie man so ein Badeei hier selber machen kann. Bei mir sind die leider ein bisschen unförmig geworden und ein bisschen schnell kaputt gegangen. Aber der Badespaß ist garantiert richtig schön. Und wenn ihr sowas nachmachen möchtet, ja, entweder so ein Badeei oder vielleicht eine Badekugel oder vielleicht habt ihr auch irgendeine andere Form, dann bleibt jetzt einfach dran und schaut mein kleines Badeexperiment. Für die Badekugeln braucht ihr jetzt erstes eine Form und ich habe da so Überraschungseiformen, also einfach so Plastikeier und die werde ich gleich als Form benutzen für meine Badekugeln. Dann habe ich hier Zitronensäure, das kann man so in Pulver kaufen. Dann habe ich hier ganz feines Salz, also das ist extra feinkörniges Salz. Ich habe Speisestärke, Lebensmittelfarben, ich habe mich für Pink und Lila und Blau entschieden. Ich habe zum Verzieren ein paar Zuckerherzen, Natron. Hier braucht man jeweils 100 Gramm, also 100 Gramm von der Zitronensäure, 100 Gramm von der Speisestärke. 100 Gramm, vom Salz 100 Gramm und von der Speisestärke nur 50 Gramm. Und hiervon, da braucht man ungefähr 200 Gramm vom Natron. Außerdem braucht man noch Mandelöl und da wird man so einen Esslöffel brauchen. Und damit das Ganze gut aufgeteilt und gut gemixt werden kann, habe ich hier noch ein paar Gefäße und hier ein großes Gefäß, um alles zusammenzumischen. Und mit dem Zusammenmischen geht es jetzt auch los. 100 Gramm Zitronensäure, 100 Gramm Salz, 50 Gramm Speisestärke, und meine 4 Tüten Natron, da ist jeweils 50 Gramm enthalten, also 4 Tüten, 200 Gramm Natron und dann alles erstmal gut vermischen. Dieses Gemisch teile ich jetzt auf die 3 Behälter hier auf. In jedem Behälter ist jetzt ungefähr die gleiche Menge drin und in jedem Behälter kommt jetzt eine Farbe, also ein bisschen Lebensmittelfarbe, damit ich das Ganze dann einfärben kann. Und eins hatte ich eben noch vergessen, wir brauchen auch noch ein bisschen Wasser, also ganz normales Leitungswasser und da kommt auch jeweils noch ein bisschen was dazu. Das ist die pinke Lebensmittelfarbe, die sieht ein bisschen schwarz gerade aus, aber die kommt jetzt einfach hier rein. Spiele ich erstmal hier einfach an den Rand. Und vermischt die dann gleich gut. Und dazu einen Esslöffel Wasser. Und es schäumt auch sofort. Und jetzt kann man das Ganze schon mal ein bisschen verrühren. Und dann sieht man auch direkt, es ist auf jeden Fall rosa. Und es wird langsam schon so ein bisschen rosarot. Wenn das Ganze noch ein bisschen zu trocken ist und sich noch nicht gut durchmischen lässt, mache ich hier in der Mitte noch so eine kleine Vertiefung. Und da gebe ich jetzt noch mal ganz wenig Wasser rein, also keinen ganzen Löffel mehr, sondern wirklich nur ein ganz bisschen, ein paar Tropfen und dann nochmal gut umrühren. So, wenn alles ganz gut durchgemischt ist, kommt jetzt noch ein bisschen Mandelöl dazu und da gebe ich einfach so ein paar Tropfen hier in die Mitte. So 3 Tropfen und dann heißt es wieder rühren und gut verrühren. Wenn das Ganze jetzt so eine griffige Masse ist, also so ein bisschen wie Knete, aber auch nicht zu feucht, also wenn man das anfasst, sollte man nicht feuchte Finger haben, dann ist es genau richtig und das mache ich jetzt auch noch hier mit den anderen Farben, also mit Lila und mit Blau. Und wenig später habe ich jetzt rosa, oder ich finde, eigentlich ist es eher hellrot geworden, also es stand rosa hier drauf, aber naja, hellrot, dann habe ich hier lila und blau und lila ist irgendwie ein bisschen komisch, das schäumt die ganze Zeit so hoch, ich habe es gerade schon wieder so reingedrückt, also ich glaube, da habe ich ein bisschen zu viel Wasser genommen, also auf jeden Fall vorsichtig sein, nicht zu viel Wasser nehmen, damit das nicht schon hier im Gefäß anfängt zu blubbern, also es sollte schon so salzig sich noch anfühlen, so körnig und nicht ganz schaumig und weich oder flüssig, also das sollte schon noch so richtig schön matschig sein. Und jetzt kann es auch schon fast losgehen. Ich habe mir noch überlegt, ich werde noch ein bisschen Seifenduft hinzufügen, damit das Ganze nach Rose riecht. Also da kann man schön noch einen Duftstoff hinzufügen oder man kann natürlich auch noch so getrocknete Blütenblätter oder so mit reingeben. Ich werde auf jeden Fall hier jetzt überall noch ein bisschen dazugeben, damit das schön duftet. Dann nochmal alles gut umrühren und dann geht es auch wirklich los, das Ganze in meine Eier hier reinzuschichten. Ich fange jetzt hier mit der einen Hälfte an. Und da gebe ich jetzt erstes ein paar Zuckerherzen rein. Und da drauf kommt jetzt als erstes ein bisschen Lila. Das hat sich jetzt auch langsam beruhigt. Und am besten macht man das mit den Fingern und quetscht das da so richtig gut rein. Also einfach mit dem Löffel eine kleine Portion nehmen. Entweder mit dem Löffel schon so reindrücken oder dann mit dem Daumen, damit es dann auch wirklich schön gleich so in Schichten ist.
erste Schicht lila und dann kommt jetzt die nächste Schicht, das ist bei mir rot. Und es riecht schon total schön nach Rose. Ihr könnt es ja nicht riechen, aber ich rieche das schon, das riecht richtig toll. So, die eine Hälfte ist schon mal fertig und jetzt wird an der anderen Hälfte noch was geschichtet. Da werde ich auch als erstes oben ein paar kleine Herzen reingeben. Ich glaube, hier fange ich mal mit Blau an, dann ein bisschen Lila. Ich habe jetzt beide Hälften gefüllt und ich habe hier jetzt gerade noch so ein bisschen locker was draufgelegt. Und da kommt jetzt hier die andere Hälfte drauf. Das Ei kann man ja zum Glück so zumachen und ich quetsche das richtig schön zusammen. Ich kann es auch einmal so ein bisschen schütteln und das stelle ich jetzt an die Seite und muss so ungefähr eine Viertelstunde warten. Und in der Zwischenzeit werde ich noch meine weiteren Eier füllen. Die Zutaten haben jetzt genau für diese drei Eier hier gereicht und ich glaube, ich warte mal lieber noch ein bisschen. Also lieber eine Viertelstunde, 20 Minuten warten, damit das Ei dann auch nicht mehr auseinanderbricht. So, genug gewartet. Jetzt öffne ich mal hier die Eier. Und von den Farben sieht es schon mal sehr, sehr cool aus, aber da ist ein Riss drin. Sieht nicht so stabil aus. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu feucht und man muss noch ein bisschen länger warten. Versuche die mal vorsichtig hier rauszuholen. Mist. Nee, klebt hier noch ein bisschen fest. Kann ja mal ganz vorsichtig bei den anderen versuchen. Vielleicht lieber bei dem hier. Das sieht auf jeden Fall schon mal so cool aus von den Farben. Aber die ist nicht so ganz stabil. Ich glaube, ich muss sie noch ein bisschen länger trocknen lassen. Wenn man natürlich selber damit baden möchte, kann man einfach so das ganze Ei mit dieser Schale darunter mit in die Badewanne nehmen. Dann fällt einem das nicht auseinander. Aber wenn man das verschenken möchte, muss man es natürlich eigentlich hier rausholen. Und dafür ist es immer noch ein bisschen zu unstabil. Also ich habe noch zwei Tipps. Erstens natürlich etwas länger warten. Und mein anderer Tipp ist, ganz, ganz schnell arbeiten. Ich habe so viel geredet, ich habe euch das alles gezeigt. Und in der Zeit ist das dann zum Teil schon wieder so ein bisschen fest geworden, ein bisschen bröselig. Also das muss wirklich richtig schön matschig sein, so wie ich am Anfang gezeigt habe. Also dass man das richtig so formen kann und so reindrücken kann. Weil hier ist es auch wirklich richtig schön geworden, hier bei meiner ersten, obwohl das war glaube ich die erste. Und da muss man auf jeden Fall das schön schnell reindrücken und nicht lange quatschen, keine langen Pausen zwischendrin machen und einmal erstmal komplett füllen das Ei und dann kann man natürlich warten und das Ganze trocknen lassen und am besten gleich noch ein bisschen länger warten. Also meine Eier sind jetzt leider sehr, sehr bröselig und fallen schon fast auseinander. Da bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht. Das heißt trotzdem nicht, dass man das nicht super schön zum Baden benutzen kann. Hier unten sind auch die kleinen Herzen noch. Also es duftet richtig schön und ihr habt ja auch eben schon gesehen, also lila schäumt ja immer so ein bisschen hoch. Das kann trotzdem richtig schäumen. Also auch wenn es bei euch auseinanderfällt, seid nicht traurig. Man kann das ja trotzdem ein bisschen schön verpacken und das Ganze trotzdem in die Badewanne streuen. Und ich zeige euch jetzt auch mal hier den Effekt. Also selbst wenn es wie bei mir leider auseinanderbricht, da bin ich auch ein bisschen traurig, es wird trotzdem ein riesengroßer Badespaß. So, der Blick in meine Schüssel und ich gebe mal meine Badekugel da rein. Und es schäumt wirklich total schön. Und man sieht auch direkt, das Wasser verfärbt sich ein bisschen und es fängt an zu duften. Also egal, ob es auseinanderbricht oder zusammenbleibt, hier steigen kleine Herzchen nach oben und es duftet schön, es sprudelt schön. Also man hat doch trotzdem auch ein ganz tolles Schaumbad. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr das nachbastelt, vielleicht möchtet ihr mir mal bei Instagram oder Facebook oder Twitter oder Snapchat ein Foto schicken. Ich bin mal gespannt, ob es bei euch besser funktioniert. Also viel Erfolg dabei beim Nachmachen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und vielleicht möchtet ihr auch in die Kommentare schreiben, ob euch noch irgendwas aufgefallen ist, ob ihr noch irgendeinen Tipp habt. Gerne alles unten reinschreiben. Sonst schaut natürlich auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!